Laufen, immer nur laufen. Für Breel Imbolo ist das aber keine Strafe. Im Gegenteil, er ist froh, dass er überhaupt wieder laufen kann, wenn die anderen auf dem Feld trainieren. Hauptsache, Breel ist wieder nah beim Team. Ich freue mich wieder, dass ich laufen kann, weil es war lange Zeit nicht so und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich laufen kann und alles machen kann. Knapp 8 Monate nach dem Spiel in Augsburg und dem harten Foul begann Breels Leidenszeit. Aber selbst aus solchen schlimmen Situationen zieht er immer noch etwas Positives. Warum sagst du, dass dir vielleicht diese Verletzung helfen könnte im Charakter, im Laufe deiner Karriere? Weil ich sehr, sehr viel jetzt beobachten konnte, 8 Monate. Sehr, sehr viele gute Sachen, aber sehr, sehr viele schlechte Sachen. Sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, sehr, sehr viel Zuneigung und das schätzt man einfach. Man kommt stärker zurück, man sieht die Welt anders, man schätzt alles einfach, man schätzt auf dem Platz wieder zu stehen, man schätzt seine Fußballschuhe, was für einen vielleicht normal wirkt, jeden Tag, aber ich freue mich jetzt jeden Tag total ehrlich, dass ich mit den Jungs wieder bin. Man freut sich auf jeden einzelner Junge, der kommt, der mit dir spielt, der dir einen Pass spielt oder einen Abschluss. Man ist einfach... Man will einfach viel mehr und deswegen sehe ich nur das auch positiv aus dieser schweren Zeit und freue mich umso mehr, dass ich wieder vom Platz bin mit den Jungs. Der junge Stürmer freut sich auf die Arena. Er freut sich darauf, wieder mit seinen Jungs auf dem Platz zu stehen. Dafür wird er langsam mit leichten Ballübungen im Training wieder ans Team geführt. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich bin schmerzfrei, könnte eigentlich alles machen. Aber aus ärztlicher Gründe oder nach Vorsichtsmaßnahme bin ich noch eine oder ein paar Tage aus der Spielszene mit Tor, weil da geht es immer wild und da gibt es noch die eine oder zwei Jungen die, oder Eltern Spieler, die mal ausrasten. Und ja, es sind ja Emotionen, die gehören dazu, das ist auch richtig so. Und da will man mich halt noch schützen, aber ich denke spätestens in 5 bis 10 Tagen kann ich dann wieder alles mitmachen. Und da ist ja kein Thema, weil ich selbst jetzt als Joker auch schon 2 Kämpfe habe, die ich gut vertrage. Deswegen mache ich mir gar keine Sorge. In der Kabine sitzt der Nebenneuzugang Amin Arid. Dass er als Schweizer Französisch spricht und im selben Alter ist, da passt es zwischen den beiden. Aber auch, weil Breel etwas zurückgeben möchte. Wir hatten schon ein bisschen vorher Kontakt und ja, man hilft so einem Jungen, weil ich war letztes Jahr auch so jung, habe ich den Schritt gewagt und die Leute oder die Mitspieler haben mich super aufgenommen und jetzt ist es jetzt meine Reihe, ihnen auch das Leben so einfach wie möglich zu machen und sich zu adaptieren. Aber ich denke, der wird bestimmt viel mit mich oder Bentaleb rumrennen und wir werden nur das Beste erzählen. Breel Imbolo hat jetzt nur noch ein Ziel. Ich will natürlich gesund bleiben, das ist mein wichtigstes, höchster Ziel und danach Erfolg haben mit der Mannschaft. Also ich freue mich total, wieder in die Arena zu spielen, diese Emotionen zu haben, zu gewinnen und ja, auf die tolle Saison.